Hallo Jacqueline, sehr, sehr, sehr schön, dass du da bist hier im Podcast Color of Your Life. Ich freue mich sehr, dass du da bist und dass wir es geschafft haben. Ich bin super gespannt, denn du hast dich ja auch spezialisiert auf Hochsensibilität, da einzusteigen und auch wie dein Weg gegangen ist und alles das, was du machst. Du bist ein sehr vielseitiger Mensch und machst ganz viele unterschiedliche Sachen und ich bin super gespannt, wie du das alles kombinierst. Und auch wie du das mit Hochsensibilität kombinierst. Du sagtest im Vorgespräch schon, 15 bis 20% der Menschen sind auch hochsensibel. Deshalb genau bin ich sehr gespannt auch, weil es auch viele Leute betrifft. Mir wurde auch schon mal gesagt, ich bin hochsensibel, habe mich auch damit dann damals identifiziert. Bin jetzt gar nicht mehr so tief im Thema und deswegen freue ich mich, dich als Expertin hier zu haben und ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Hallo und herzlich willkommen zu Color Up Your Life, dein Podcast, wenn du ein leichteres, sonniges und einfach farbenfrohes Leben kreieren willst. Ich bin Breche, Life Coach, Visual Facilitator, Moderatorin, Holländerin, frisch gebackene Mama und jetzt auch dein Host. Möchtest du mehr Freude, Fülle und Farbe? In diesem Podcast wollen wir zur Leichtigkeit zurückfinden. Wir entdecken, wie andere Freude ins Leben bringen. Also, how they color up their life. Lasst uns einander inspirieren, um das Leben so bunt zu erschaffen, wie wir uns das wünschen. Ich bin so froh, dass du hier bist und mich auf diese spannende Reise begleitest. Ganz viel Liebe und Farbe from Sunny Mallorca. Du kannst dich gerne erstmal selbst vorstellen, Jacqueline. Wenn man dich fragt, wer ist Jacqueline Knopp, was sagst du dann? Ja, also ich finde das immer ein bisschen eine schwierige Frage, aber so Ja. wie das irgendwie in Deutschland typisch ist, gehe ich immer auf meinen Beruf ein und sage dann aktuell, dass ich Autorin, Dozentin und Coach bin, weil ich gerade eben in diesen Bereichen vor allem arbeite und die Sachen, die ich mache, diesen Bereichen ganz gut zuordnen kann und da jetzt nicht einen Überbegriff finden konnte. Genau, und ich bin Jacqueline Knopp, hast du ja eben auch schon gesagt. Ich beschäftige mich viel mit dem Thema Hochsensibilität und Vielseitigkeit als Coach und auch in meinem Podcast und genau in meinem Buch. Genau, also dein Buch, also das passt dann schon sozusagen zusammen, wenn wir darüber sprechen, ne, und ganz viele unterschiedlichen Sachen. Aber du bist auch Autorin zum Thema Hochsensibilität und auch Coach und du hast auch einen Podcast, was das Thema Hochsensibilität betrifft. Warum liegt dir das Thema Hochsensibilität so am Herzen? Ich glaube, warum mir das so am Herzen liegt, ist, dass ich halt selber hochsensibel bin und das auch eine längere Zeit nicht wusste und das so augenöffnend fand, davon zu hören, so zu merken, dass ich nicht in Anführungsstrichen komisch oder alleine bin. Und gleichzeitig glaube ich, dass das irgendwie auch gut ist, darüber zu sprechen, egal ob jetzt Hochsensibilität oder Sensibilität an sich, dass das eine Stärke ist und man das nicht so betrachten muss als eine Sache, die man nicht selbst für sich annehmen kann oder über die man nicht sprechen darf, für die man sich vielleicht sogar schämen muss. Weil also ganz früher oder auch in meiner Jugend war das schon so, dass ich das super schwer annehmen konnte und immer so versucht habe, dieses harte Schale und irgendwie meinen Weg damit zu finden, damit klarzukommen. Und den habe ich damals halt nicht so gut gefunden. Und deswegen finde ich schon wichtig, darüber zu sprechen. Genau. Wichtig darüber zu sprechen, sagst du auch, es ist so ein Augenöffner und auch zu sagen, es ist ja nicht zwingendermaßen eine Schwäche, was oftmals gesagt wird, okay, du hast hier zum Beispiel Stempel, kann auch ein anderer Stempel sein, wie ADHD oder irgendwas, so ein Stempel, jetzt hochsensibel, wie kommst du damit zurecht und dass du auch sagst, es ist sogar eine Stärke. Wie war das bei dir? Also wie hast du dich da reingefunden, wie hast du entdeckt, hochsensibel zu sein? Bei mir war das im Rahmen dieser, ich sag jetzt mal, persönlichen Entwicklung. Also, Ja, dass ich wann irgendwann war das? gemerkt Wie habe, lange ist das her? das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ich weiß gar nicht ganz genau, wann das so richtig angefangen hat. Ich habe irgendwann mal das allererste Buch von Stefanie Stark gelesen, aber nicht dieses Kind in dir muss Heimat finden, sondern ein anderes Buch von ihr, wo es um Beziehungen geht. Ja. Und das war, glaube ich, das erste Buch aus diesem Bereich persönliche Entwicklung, das ich überhaupt gelesen habe. Und dann habe ich mich halt immer mehr damit beschäftigt, mit unterschiedlichen Ressourcen, und habe dann auch irgendwann selber eine Coaching-Ausbildung gemacht. Und im Rahmen dieses,
ganzen, ich lerne mich selbst besser kennen, habe ich das ja. halt auch dann quasi über mich verstanden oder dann auch Bücher zu dem Thema irgendwann angefangen zu lesen. Genau. Okay. Und dann hast du gemerkt, okay, ich lerne mich kennen und hast dann auf diesem Wege dann entdeckt, okay, ich könnte vielleicht hochsensibel sein. Es ist ja so etwas, da gibt es ja keine deutliche Tests zu, ne? Also du bist es oder bist es nicht. Also es ist eher eine Art Selbstdiagnose dann da. Ja, also ich würde gar nicht sagen Diagnose, weil es ist ja keine Krankheit, vielleicht so Selbsteinschätzung auf jeden Fall. Und um das selbst einschätzen zu können, finde ich das hilfreich zu wissen, was das Konzept beinhaltet. Vielleicht Bücher darüber zu hören, zu lesen, Podcasts zu hören oder was auch immer einem hilft. Und ich habe auch auf meiner Homepage einen Test verlinkt, den ich ganz okay finde. Aber ich finde immer, dass das das nicht so richtig ersetzt. Also wie du sagst, man sollte sich schon selber ein bisschen mehr mit dem Konzept beschäftigen, weil solche Tests sind, ja, weiß ich nicht, wie akkurat die immer wirklich sind. Und man kennt sich ja irgendwie selbst eigentlich am besten und kann dann sehen, ob man sich damit identifiziert oder eben nicht. Und es kann ja auch sein, dass man sagt, in manchen Teilen erkenne ich mich wieder und in anderen nicht. Und deswegen, ich mag den Begriff nicht oder so, aber erkenne schon Tendenzen. Das geht ja vor allem darum, dass das Nervensystem sehr, sehr viele Reize wahrnimmt und dass es dann super anstrengend ist. Und es kann, oder es ist bei hochsensiblen Menschen so, dass es unterschiedliche Bereiche betrifft von den ganzen Sinnen, die wir haben. Also das ist einer der Punkte, die so zu der Definition nach Elaine Aron, das ist eine Forscherin aus den USA, auf die ich mich immer natürlich beziehe für die Definition, das ist einer dieser Indikatoren, ist Sinnessensibilität und da geht es eben um die unterschiedlichen Sinne und das betrifft dann aber bei einer hochsensiblen Person nicht alle Sinne, also hören, riechen, schmecken, fühlen, auch haptisch fühlen, Kleidung auf der Haut oder so, sondern halt vielleicht nur ein oder zwei. Und das ist klar, dass man da dann nochmal sich vielleicht nicht ganz damit identifiziert oder sagt, ich bin da doch natürlich nochmal ganz anders als andere Hochsensible. Und ich glaube, was auch irgendwie einen Unterschied macht, ist, wie gut man gelernt hat, irgendwie Strategien zu entwickeln, um damit in Anführungsstrichen klarzukommen. Und ich glaube, das unterscheidet dann vielleicht auch viele Hochsensible voneinander. Ja, sehr spannend. Also wir haben darüber, wir sind schon in der Definition, ne? Was ist es denn eigentlich? Und auch, wie entdecke ich, dass ich hochsensibel bin? Und du sagst, okay, das ist ja auch eine Selbsteinschätzung, ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Ne? Einmal, du kannst es ja nicht sicher wissen, bin ich es jetzt eigentlich? Das ist meine Selbsteinschätzung, vertraue ich mich und mein eigenes Gefühl, das dann selbst einzuschätzen, also bin ich es wirklich? Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass manche Leute dann da unsicher sind, ob sie wirklich sich selber das so nennen können, ne? Ob es dieser Schritt dann da ist. Hast du da Tipps? Also ich habe manchmal das Gefühl, vielleicht sollte man sich auch mal fragen, warum ist das denn wichtig zu wissen oder ganz genau, das ist ja bei allen Definitionen so, auch zu sagen, ich bin extrovertiert, ich bin introvertiert, ich identifiziere mich mit irgendeinem ganz genauen Wort oder einer Kategorie. Ja. Und voll oft sind wir ja super viel. Also voll oft sind wir auch Sachen, die vielleicht Gegensätze erstmal sind, aber eigentlich haben wir vielleicht viel davon oder auch gegensätzliche Sachen in uns. Mhm. Und sich dann zu fragen ist, warum ist das gerade wichtig? Und was dann meine Antwort darauf war, warum ich diese Begriffe benutze, weil Leute dann ganz genau meinen Podcast oder andere Sachen, der ist hochsensibel und stark, dann kann man den halt eben finden unter diesem Starkwort oder auch andere Sachen. Aber an sich finde ich das sonst nicht so wichtig. Es ist ja eher wichtig, sich selber vielleicht besser zu verstehen oder zu verstehen, was bedeutet das denn für mich oder wie ist das für mich ausgeprägt und was sind meine Bedürfnisse, wie kann ich damit im Alltag umgehen und und deswegen ist es ja oftmals schon hilfreich, ja, ob es jetzt diesen Stempel hat oder nicht, aber ist es schon oftmals hilfreich, wie du sagst, einen Augenöffner zu wissen, selbst einzuschätzen, sich selbst auch besser zu verstehen, wie ticke ich und wie ticken andere sozusagen, um da dann vielleicht auch ein bisschen Licht in Dunkel zu kriegen. Genau, aber ich habe auch Bücher gelesen über Hochsensibilität, mit denen ich mich mehr identifizieren konnte und andere Bücher, bei denen ich mich weniger abgeholt gefühlt habe. Ich glaube, das liegt auch, ja,
Das liegt einfach daran, dass es für jeden Menschen vielleicht individuell nochmal ein bisschen unterschiedlich ist. Ja. Was ist es für dich? Ne? Du sagst ja unterschiedlichen Definitionen. Du hast gesagt, okay, diese Reizempfindlichkeit. Kannst du noch etwas mehr sagen? Vielleicht gibt es ein paar so Merkmale, Anker, wo dann auch die Hörerinnen sagen, ah, okay, hier kenne ich jetzt da wieder oder auch eben nicht. Wie ich schon gesagt habe, ich benutze gerne diese vier Indikatoren nach Elaine Aron. Und ich habe ja vorhin schon die Sinnessensibilität angesprochen. Und die anderen drei sind halt Verarbeitungstiefe. Das heißt, wie lange man noch über Ereignisse nachdenkt und wie tief, wie sehr das nachhallt und wie schnell man Sachen vielleicht auch ja, loslassen kann, wie das bei einem normalerweise so ist oder auch als Kind war. Mhm. Dann ist einer der vier Indikatoren noch die Übererregbarkeit. Das bezieht sich eben auf das Nervensystem. Und inwiefern wir durch Reize von außen oder von innen halt übererregt sein können. Also so, dass wir merken, wir sind irgendwie über den Punkt. Es war jetzt so überflutet viel, eigentlich sozusagen. Genau, überflutet, überfordert, überanstrengend. Ja. Und dann ist halt der vierte Punkt die emotionale Intensität. Mhm. Und gerade bei den, also ich finde Verarbeitungstiefe, das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Das liegt vielleicht auch daran, wie man als Mensch ist, nicht nur an der Hochsensibilität, aber diese Übererregbarkeit durch Reize, das habe ich bei mir total wiedererkannt, auch als Kind oder Teenager, vor allem auch wenn andere fanden, dass es jetzt noch gar nicht anstrengend war, zum Beispiel man macht nachmittags was zusammen und sagen so, ja, jetzt lass uns doch alle zusammen abends noch feiern gehen oder so. Da merke ich immer total schnell bei mir, dass ich eigentlich voll kaputt bin, manchmal von Sachen, wo ich mich frage, warum bin ich eigentlich kaputt? Ich war nur im Supermarkt einkaufen oder irgendwie sowas. Ja. Und auch die emotionale Intensität, da hatte ich auch schon oft das Gefühl, dass ich Gefühle, sowohl welche, die wir irgendwie als positiv empfinden oder als negativ, ich meine, das sind alles nur Gefühle, aber dass die halt manchmal bei mir auch sehr intensiv sind oder halt eigentlich ehrlich gesagt sehr oft. Aber das ist ja kein Problem. Ich finde das jetzt für mich relativ normal, aber ich habe schon eben gemerkt, dass das schon sehr, sehr anders ist als bei anderen Menschen. Ja. Durch die Reaktion von anderen Leuten und auch durch den Austausch und merkst du halt, bei dir kommen vielleicht Sachen irgendwie mehr an oder auch bei mir, ne? Und auch die Emotionen und auch vielleicht auch die Emotionen von anderen. Du sagst auch, manchmal hat man eben eine Reizüberflutung und ist es dann gut, okay, ob man jetzt noch eine weitere Reiz dann zu sich nimmt, da in Frage. Ist da eine Korrelation auch mit Extroversion und Introversion oder hat das gar nicht miteinander zu tun mit Hochsensibilität? Also Elaine Aron sagt auch oder hat dazu ja auch geforscht, dass ungefähr 80% der Hochsensiblen introvertiert sind, aber es gibt eben auch welche, die extrovertiert sind, die dann vielleicht manchmal eher denken, ah, bin ich überhaupt hochsensibel, wenn ich doch so gerne unter Leuten bin? Ja, aber das besagt, war jetzt eigentlich meine Frage, genau. Ja. Aber das besagt ja eigentlich nur, wo man seine Energie herbekommt und ich stelle mir das immer wie so eine Batterie vor, die sich auflädt und dann wieder quasi ablädt. Ja. Und es ist halt eine Kurve, die dann einfach genau andersrum ist. Das heißt, ich bin auch super gerne mit Leuten, aber es strengt mich halt an und dann geht meine Energie runter, dann bin ich wieder alleine und lade die wieder auf. Mhm. Und bei Extrovertierten ist es halt andersrum. Die bekommen Energie, wenn sie mit vielen Menschen sind und sind dann alleine und laden sie wieder, also haben dann wieder weniger Energie. Das kann ja trotzdem sein, dass sie trotzdem sehr reizempfindlich sind, gerade was sowas angeht wie Gefühle oder auch Lärm oder so. Das, ja, es kann eigentlich auch sozusagen sein, du bist extrovert, kriegst eigentlich Energie auch von den Menschen, bist aber gleichzeitig auch hochsensibel dann. Genau, das sind halt einfach eine ist bei mir wahrscheinlich geringere Prozentzahl, aber auf jeden Fall, das gibt es auch. Ja. Ja. Okay, sehr, sehr, sehr spannend. Du bist ja richtig Experte. Wir könnten uns lange darüber unterhalten, was es alles ist. Spannend ist auch, dein Weg zu erfahren. Also wie bist du dazu gekommen, zu das alles, was du jetzt machst? Und du hast ja gerade schon erzählt, dass das angefangen hat, als du auf der Suche nach dir selbst warst und wer bin ich und in Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Erzähl uns doch, nimm uns doch mal ein bisschen mit, wie das bei dir so war. Also ich fange vielleicht mal im Studium an. Ich habe in den Niederlanden studiert und habe dann internationale
Beziehungen und Organisationen studiert und dachte eigentlich eher, ich gehe so in Richtung, ja, NGOs oder irgendwie Leuten helfen, in Anführungsstrichen, oder ja, Fremdsprachen im Ausland arbeiten und sowas wie Botschaft und so. Und habe dann auch erstmal in die Richtung studiert und Praktikum und Traineeship und so gemacht, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass das halt eine andere Ebene ist. Also die Ebene, wo ich jetzt arbeite, ist ja sehr direkt mit Menschen zusammen und mit den Herausforderungen, die Menschen eben haben. Als Coach oder auch als Dozentin oder Lehrerin arbeite ich natürlich auch total direkt mit den Menschen. Und in diesem ursprünglichen Bereich war es halt so, dass mir das immer relativ weit entfernt schien, dass viel am PC passiert ist, manchmal noch nicht mal im gleichen Land, wo die Sachen ja auch eigentlich ihren Ursprung haben, worüber man schreiben sollte. Zum Beispiel im Bereich Menschenrechte für Somalia, dann konnte man nicht nach Somalia einreisen, weil da ist es eben eine schwierige Lage sicherheitsmäßig. Und das fand ich so sehr weit entfernt irgendwie. Und ich mag das, wenn man so verbunden ist, auch mit den Sachen und mit den Menschen zu den Themen, wo man halt wirklich auch arbeitet. Ja, also direkt an den Menschen sein. Genau. Und ich habe dann diesen Weg quasi gemacht über, ich habe als Projektmanagerin dann auch mal in Kiel gearbeitet, in einem Bildungsprojekt. Und da habe ich eher gemerkt, dass mir das auch Spaß macht, wenn ich in Deutschland arbeite und alles ein bisschen kürzere Wege sind und ein bisschen direkter. Und ja, von den Themen aber her, das habe ich ja eben schon gesagt, so ein bisschen in Anführungsstrichen helfen oder was Gutes tun, irgendwas Sinnvolles machen mit meinem Leben für die Welt, sage ich jetzt mal, oder für andere Menschen, hat sich das halt gar nicht so sehr geändert. Es hat nur andere Formen irgendwie angenommen. Ja. Aber ehrlich gesagt, kann ich das auch jetzt nur so rückblickend sagen? Ich konnte das in dem Moment gar nicht erkennen und kann das jetzt nur so rückblickend analysieren und so einen roten Faden geben, als ob das alles sinnvoll war. Ja. Das ist sozusagen also dein Ziel oder vielleicht auch deine Berufung, das weiß ich nicht, wenn du das so sagen würdest, auch helfen und etwas Sinnvolles tun, dann aber in anderer Form und anderer Art und Weise jetzt. Genau. Was mir halt einfach super wichtig ist, dass ich nicht das Gefühl habe, boah, ich weiß gar nicht, warum ich aufstehe. Ich stelle irgendwelche, was weiß ich, Plastikteilchen her oder stecke irgendwie drei Sachen ineinander und habe gar keinen Impact. Also, dass ich niemanden erreiche und eigentlich nichts irgendwie bewirke und es vielleicht relativ egal wäre, ob ich da bin oder nicht. Ja. Und ich mag halt gerne das Gegenteil, dass ich schon das Gefühl habe, dass Leute sich freuen, wenn ich da bin, dass ich irgendwie, ja, Menschen auf irgendeine Art und Weise was beibringen kann oder inspirieren kann. Und ja, das motiviert mich dann halt auch. Und dass du dann auch einen Impact hast und die Leute etwas Gutes tust, eigentlich sozusagen. Oh. Ja. Ja, sehr schön. Wie waren, also das sind ja, du bist ja jetzt, hast du kurz deinen Weg beschrieben, ne? Wie du von, ich mache Projektmanagement und helfe Menschen sozusagen NGO-wise zu, ich bin jetzt direkt mit den Menschen, arbeite direkt mit den Menschen auch als Coach oder als Dozent. Was waren für dich so wichtige Entscheidungsmomente, wie hast du die Entscheidungsmomente getroffen zu deinem Ziel, wo du jetzt bist oder da, wo du jetzt bist? Ja, ich muss lachen, weil das hört natürlich nie auf. Vielleicht kennst du es auch. Man hat immer wieder Entscheidungsmomente und sich überlegt, boah, was mache ich denn jetzt? Ja. Was ich dann immer mache, ist wirklich, dass ich eigentlich einfach auf mein Gefühl und meine Intuition höre. Weil ich früher, zum Beispiel in der Schulzeit oder so, da war ich eigentlich oder habe gedacht, ich bin total rational und war immer so mit Pro- und Kontralisten und solchen ganzen Sachen. Aber inzwischen habe ich das Gefühl, dann schlafe ich halt nochmal eine Nacht darüber oder auch vielleicht eine Woche lang ganz viele Nächte und dann irgendwann kommt die Entscheidung schon zu mir und dann irgendwann werde ich es wissen. Also ich brauche gar nicht, habe ich das Gefühl, immer so sehr jetzt daran festhalten und das so analytisch machen. Ja. Es ist auch mal okay, jetzt vielleicht gerade irgendwas nicht zu wissen oder die Entscheidung noch nicht zu haben. Mhm. Ich kann das dann quasi erstmal abgeben oder weglegen und nicht darüber nachdenken und dann irgendwann kommt es schon wieder zurück zu mir. Manchmal ist es ja auch so, dann trifft man irgendeine Entscheidung, entscheidet sich für was und geht den Weg. Und wenn man gerade zugesagt hat, merkt man so, oh nein, das ist eigentlich doch gar nicht das, was man will. Ah, und, ja.
ich glaube, es ist gut, da einfach mit sich in Verbindung zu bleiben und das zu versuchen zu spüren und auch irgendwie das anzunehmen, dass es vielleicht auch manchmal okay ist, wenn man es gerade nicht alles weiß. Das ist ja total normal. Ja, ich finde das sehr spannend, ne, dass du auch sagst, okay, ich warte einfach mal und bin nicht so ungeduldig. Das ist ja für viele Leute auch schwierig, weil es ist vielleicht ein Entscheidungsthema, ich möchte sofort die Entscheidung. Und du sagst ja, da dann auch die Geduld zu haben, mit sich in Verbindung zu sein und die Entscheidung kommt zu mir. Wie machst du das? Also wie wartest du da ab und wie bist du mit dir selbst in Verbindung? Also ich journal viel, also schreibe viel auf, ich rede super viel mit anderen Leuten darüber und natürlich rede ich auch mal über sowas wie Pro und Contra und was mir selbst aber auch hilft, ist zum Beispiel rauszugehen in die Natur und ich gehe eigentlich super gerne irgendwie entweder Rennrad fahren oder spazieren oder laufen und dabei hilft mir das dann immer irgendwie meine Gedanken zu sortieren, das bringt mir irgendwie Klarheit und ich glaube, jeder hat so Techniken oder Momente, wo man das Gefühl hat, es kann beim Abwaschen sein, beim Autofahren, wo auch immer, wo man denkt, ah, jetzt habe ich das Problem irgendwie besser sortiert. Ja. Oder vielleicht kurz vorm Einschlafen oder während man schläft. Das habe ich auch manchmal. Und dann wird einem vielleicht irgendwann irgendwas klar. Und trotzdem ist das ja auch nicht immer so, dass man sich dann 100% sicher ist in der Entscheidung. Und das finde ich irgendwie auch in Ordnung. Ich habe manchmal das Gefühl, von außen sieht es für alle Menschen so aus, als ob jeder dann so voll Nägeln mit Köpfe, ich weiß voll, was ich will, ich mache das, und ziehe das durch oder so. Aber ich glaube, von innen sieht das bei vielen Menschen total ähnlich aus, dass man eigentlich manchmal so damit hadert, sich unsicher ist, sich fragt, was mache ich gerade, ist das jetzt doch das Richtige oder so. Ich glaube, das ist vielleicht total normal, oder? Ja, und es ist oftmals leicht, anderen zu helfen, ne? Und auch im Coaching und Entscheidungen. Und wenn man dann um sich selber kommt, ist es gar nicht so leicht, dann für sich auch die Entscheidung zu treffen. Und manchmal sagst du, okay, ich merke es einfach so abends im Bett. Und manchmal nutzt du dann auch proaktiv Techniken wie Journaling oder mit anderen reden, in die Natur zu gehen und laufen. Wie ist das für dich? Glaubst du, deine Hochsensibilität hilft dir bei Entscheidungen treffen? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube eigentlich eher, seit ich angefangen habe, mehr auf meine Intuition zu hören. Und wie habe ich das angefangen? Ich habe einfach versucht... Und glaubst du, das steht in Verbindung, also auf die Sensibilität und auf sein Gefühl und auf die Intuition hören? Ja, ich glaube schon, weil ich habe das Gefühl, dass wenn man sensibel ist oder auch hochsensibel, dass man schon auch eine gute Intuition hat, weil man ja viele Sachen spürt. Und Intuition bedeutet ja einfach, dass man aus den Mustern, die man schon mal erlebt hat, irgendwie so ein bisschen... also unterbewussten Muster bildet und erwartet, was wahrscheinlich kommen oder passieren könnte. Total. Das ist gar nicht so Hokuspokus, wie wir denken, sondern das ist eigentlich... Einfach mal auf das Bauchgrümmeln hören. Ja. Genau, und da dann wirklich auch drauf zu vertrauen und nicht zu überlegen, was ist das Beste für meinen Lebenslauf oder so, sondern zu überlegen, wonach fühle ich mich und irgendwie der Freude zu folgen, den Sachen, die einem einfach ein gutes Gefühl geben. Das ist ja eigentlich überhaupt nicht verkehrt. Da kann man einfach die Freude zu folgen. Was gibt dir ein gutes Gefühl total? Und wovon möchte ich mehr haben? Und mehr in den guten Gefühl, um mehr in diese Freude dann zu gehen. Du hattest gerade auch gesagt, und das frage ich jetzt nochmal einmal nach, auch mit anderen reden. Mhm. Und als Hochsensible bist du ja auch empfindlich und sensibel für das, was anderen sagen. Ist das etwas, dass du sagst, es tut mir dann trotzdem gut, auch mit anderen ins Gespräch zu gehen? Also ich glaube, es ist super wichtig für alle Menschen, egal ob sensibel oder hochsensibel, sich vielleicht mit dem Thema Grenzen setzen zu beschäftigen und auch zu überlegen, mit wem rede ich über was, mit wem rede ich nicht über was. Also ich glaube, es gibt schon Menschen, die auch unvoreingenommen sind oder bei denen man weiß, die haben zwar ihre Perspektive, aber die wollen trotzdem das Beste für einen und man kann da vielleicht relativ neutral reden. Ja. Oder man kann einfach mal nur erzählen und indem man erzählt, wird einem vielleicht selber mehr klar. Also geht es vielleicht gar nicht so sehr um die andere Person. Out loud. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Und, aber ich glaube, es ist schon dieses Thema Grenzen setzen und auch
zu überlegen, also die Gefühle und die Gedanken von anderen Menschen nicht zu sehr in sich aufzunehmen oder aufzusagen, wie so ein Schwamm oder so, ist, glaube ich, schon auch ein großes Thema von hochsensiblen Menschen, weil sie eben so empathisch sind und einige davon auch dazu tendieren, so ein bisschen, man sagt ja manchmal auch People-Pleaser oder sich um andere Leute zu kümmern, Harmonie herstellen zu wollen, zu schauen, dass es allen anderen gut geht und dann vielleicht auch andere Meinungen manchmal relativ ernst zu nehmen oder manchmal vielleicht sogar auch ernster zu nehmen als die eigene. Ja. Ich glaube, das sind vielleicht von manchen Hochsensiblen schon Themen, an denen man dann irgendwie arbeiten kann. Ja, deswegen frage ich auch, ne? Also dieses, ich bin wie ein Schwamm und sauge alles auf, mache ich das wirklich bewusst, gehe ich da rein und höre mir das an oder sage ich, okay, ich ziehe mich dann doch zurück und versuche jetzt so auf mich und mein Gefühl zu hören. Aber es ist natürlich so, was du sagst, meistens ist es auch immer wertvoll und mit anderen zu reden. Wenn wir so auf dein Leben jetzt schauen und wie du das jetzt gerade geschaffen hast, als Autorin, als Dozent und als Coach und das Thema Hochsensibilität. Was ist für dich so, dass du sagst, okay, das liebe ich jetzt in meinem Leben? Ich mag das total gerne, wenn ich morgens aufstehe. Ich stehe eigentlich immer relativ früh auf und dann aber noch total viel Zeit für mich habe. Weil manchmal mag ich das gar nicht, wenn ich so gestresst in den Tag starte oder ich hatte das früher, dann hatte ich irgendwie super frühen Termin. Ich habe jetzt auch manchmal Termine um 8 Uhr oder so, wenn ich unterrichte, aber dann stehe ich eben einfach früher auf und normalerweise ist das auch nicht jeden einzelnen Tag. Also manchmal einfach diese Zeit, sich für sich zu nehmen und nicht zu denken, oh, die Zeit ist verschwendet oder auch mal zwischendurch einfach nicht so viel zu machen, das ist eigentlich das, was ich total gerne mag und was mir auch voll wichtig ist. Was ich glaube, was man vielleicht nicht immer so, oder ich hatte das nicht in meinem 9-to-5-Job als Projektmanagerin, weil ich da immer auch dachte, ja, jetzt um diese Uhrzeit sollte ich schon mal im Büro sein, dann arbeitet man bis dann und dann und jetzt habe ich das Gefühl, ich kann besser mal zwischendurch ein bisschen zur Ruhe kommen oder mal eine wirkliche Pause machen oder so, rausgehen zu meinen Hühnern. Ja, also auch die Flexibilität, die du jetzt als Selbstständiger hast, sehr schön im Vergleich zu deinem Job als Projektmanager. Wenn man so zurückblickt, auch von deiner Reise angefangen, vom Studium über deine Festanstellung und jetzt in die Selbstständigkeit, was sind so deine wichtigsten Learnings da? Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ein wichtiger... Auf deinem Weg, ne? Genau. Ja, auf meinem Weg. Ich glaube, eine wichtige Sache ist, dass ich am Anfang nicht so über Sachen geredet habe, die ich alle mache. Ich habe die immer so gemacht und dachte dann so, ja, vielleicht interessiert das keinen, ist ja nicht so wichtig. Und diese Sichtbarkeit oder dieses Rausgehen und darüber reden, kreiert halt viel, viel mehr Chancen, Möglichkeiten, aber auch irgendwie, ja, dass andere Leute davon wissen und es vielleicht auch hilfreich für sie ist. Und das habe ich auf jeden Fall gelernt, weil das habe ich traditionell davor gar nicht so gemacht. Da habe ich auch viele Sachen total getrennt voneinander betrachtet und jetzt sehe ich das halt eher so alles als eher ein Ganzes, wo ich halt unterschiedliche Sachen mache. Du siehst das jetzt als ein Ganzes und nicht so kleine Teilchen, sondern dass es alles eigentlich so einen Zusammenhang hat. Was würdest du die Jacqueline, die da noch im Studium ist, also die Jacqueline vor beispielsweise 10 Jahren, was würdest du die Jacqueline empfehlen? Ich glaube, das, was ich vorhin schon gesagt habe mit der Intuition, da eher mal ein bisschen drauf zu hören, und einfach das zu machen, was ich will oder wo ich Lust drauf habe und nicht so viel mich nach anderen Leuten zu richten, was die machen, weil ich glaube, jeder ist individuell und geht halt einen ganz anderen Weg und auch nicht so sehr darauf zu achten, wenn du so und so alt bist, sollst du das und das erreicht haben. Ja. Wenn dann und dann darfst du nicht mehr studieren. Dann und dann, man soll nur einen Bachelor machen, dann soll man einen Master machen, dann arbeiten. Ich habe jetzt zum Beispiel 3 Bachelor gemacht. Und es ist einfach so und es war auch cool und gut, alles so, wie es ist. Also, weißt du, was ich meine? Nicht so mich davon abhalten zu lassen, irgendwie in irgendeine Form zu passen, sondern das einfach so zu machen, wie ich will, weil am Ende hat es immer gut geklappt oder läuft alles gut. Da braucht man gar nicht so Angst davor haben, auch wenn es vielleicht oft einfach unkonventionell ist und ich scheinbar für andere Leute manchmal gewechselt habe oder das nicht zusammengepasst hat.
für mich hat das schon alles zusammengepasst und es gab immer auch viele Überschneidungen von irgendwelchen Skills, die ich dann halt in einem anderen Bereich wieder weiter benutzen konnte. Also sozusagen in diese Form passen, die es eigentlich so vorgegeben ist, dass dadurch dann auch von abzugehen und so dein eigenes Ding dann doch zu machen und auch die Gedanken die und alles, was andere zu dir sagen, dann doch bei dir selbst zu bleiben. Wie, wie machst du das? Also wie hast du das gemeistert, dann letztendlich trotzdem das zu machen, was du möchtest? Ich glaube, das hat sich dann manchmal so ergeben, weil es sich im letzten Moment doch nicht gut angefühlt hat. Also weil dann doch schnell noch so ein Gefühl kam von, nee, eigentlich will ich das jetzt gerade gar nicht. Zum Beispiel hatte ich einmal einen Masterplatz in Schweden und wollte den eigentlich schon annehmen und hatte schon irgendwie so eine WG gesucht mit anderen Leuten und habe dann aber gemerkt, ich will aber gerade an dem Ort, wo ich dann war, nicht weg und das fällt mir gerade total schwer, da jetzt hinzugehen und das anzufangen und ich habe gar nicht so die Motivation, habe da dann eben auch irgendwie daraus die Konsequenzen gezogen. Natürlich, wenn man jetzt auch irgendein Studium macht oder irgendeinen Job, gibt es immer Momente, wo es sich vielleicht gerade nicht so gut anfühlt, aber normalerweise ist das ja so, wenn man was Neues startet, dass man schon einfach erstmal Motivation und Enthusiasmus hat. Und wenn man das halt nicht hat für ein Projekt oder einen Studiengang oder eine Ausbildung oder was auch immer, einen Job, dann ist es schon vielleicht gut, sich zu fragen, woran das vielleicht liegt oder warum das so ist. Ja, woran liegt es? Und dann auch darauf zu hören, eigentlich wieder aufs Gefühl und die Intuition dann zu hören. Und dann gegebenenfalls auch so Sachen abzusagen und auch so Sachen Nein zu sagen. Kommen wir zu Color Up. Es geht ja auch darum, dein Leben mehr Farbe zu geben, bunter zu gestalten und auch das Leben zu erschaffen, was zu dir passt und das Leben von deinen Träumen zu kreieren. Gibt es von dir ein, zwei oder vielleicht auch drei Tipps, zusätzlich so, was du alles gesagt hast. Was würdest du so sagen, kurz und knackig, für alle, die zuhören, Color Up Your Life? Ja, ich glaube, es ist super wichtig, daran erinnere ich mich auch immer wieder, nochmal zu den Sachen zurückzugehen, warum man irgendwas überhaupt macht oder angefangen hat, um die Freude wiederzufinden im Alltag. Weil manchmal ist der Alltag halt anstrengend, das kennen wir, glaube ich, alle, egal wie sehr man seinen Job oder das Projekt, was man gerade macht oder die Kinder, die man gerade großzieht oder was auch immer. Das ist halt manchmal einfach super anstrengend. Aber dann zu schauen, irgendwie so kleine Momente der Freude zu finden oder auch zu sehen, was war daran gerade trotzdem heute cool oder was hat mir Spaß gemacht. Das hilft mir halt total, gerade auch in anstrengenden Phasen, auch nochmal immer wieder mir bewusst zu machen, dass das eigentlich auch total viel, wie du auch sagst, Farbe ins Leben bringt und eigentlich mir super wichtig ist und gut so ist, wie es ist und nicht so sehr damit zu hadern. Das ist vielleicht der zweite Tipp. Weil aber das erste ist schon mal super wertvoll, wirklich zu schauen, okay, was ist denn eigentlich Gutes heute, auch wenn es vielleicht sagt, okay, es war ein sehr anstrengender Tag, was war denn eigentlich trotzdem gut heute an den heutigen Tag? Und ich würde sagen, der zweite ist vielleicht, dass man nicht so sehr damit hadert, weil immer mal wieder dazu zurückzukommen, dass man auch viele Sachen in seinem Leben selbst in der Hand hat. Ich spreche jetzt nicht von strukturellem Rassismus und all diese Probleme, die wir in unserer Welt haben, sondern eher so, wenn jemand zum Beispiel seinen Job einfach nicht mag, dann bin ich echt immer ein Fan davon zu schauen, was kann ich verändern? Kann ich den Job verlassen oder was anderes machen? Oder kann ich es irgendwie annehmen und daraus das Beste machen? Weil ich glaube, dieses damit hadern und so, das bringt einen nicht unbedingt weiter und macht einen eigentlich nur unglücklich. Und da bin ich dann schon eher ein Fan davon zu sagen, ich habe selber relativ viel Macht in meinem Leben und kann mir schon viel so erschaffen, wie ich es mir wünsche. Also klar hat das alles einen bestimmten Rahmen, aber schon, also man hat schon auch viel Gestaltungsfreiraum. Man hat sehr viel Gestaltungsfreiraum, auf jeden Fall, sehe ich genauso. Und wichtig, was du auch sagst, ne, wenn ich es nicht mache oder wenn ich nichts verändere, wie kann ich das Beste draus machen? Und auch vielleicht, wie kann ich die Situation akzeptieren? Genau. Also passt sehr, sehr gut dazu. Ja, auf jeden Fall. Und ein dritter Tipp fällt mir gerade nicht ein. Ja. Gerne, gerne, komm her damit. Weiß ich gerade nicht.
Das passt. Das weiß ich auch. Und ich dachte, du willst noch einen dritten geben. Ich habe noch ein paar Sätze für dich mitgebracht, Jacqueline, die du gerne vervollständigen kannst. Ein paar sind so speziell für dich und ein paar sind auch dich immer Frage. Hochsensibilität ist für mich inzwischen eine sehr positive Eigenschaft, die ich auch an mir wertschätze. Mhm. Sehr schön. Mein Leben aktuell ist für mich aufregend, manchmal nicht ganz in meiner Komfortzone, aber trotzdem total schön. Reize von außen sind? Ja, sind manchmal eine Herausforderung. Da muss ich auf jeden Fall schauen, dass ich Pausen habe und die Reize irgendwie im Alltag minimiere, so gut es geht. Mhm. Farbe im Leben ist für mich super wichtig. Ich liebe es, wenn es einfach überall farbig ist und wenn mein Leben auch inhaltlich farbig und vielfältig ist und ja, mir eigentlich einfach Spaß macht. Mhm. Fülle ist? Fülle ist für mich ja ein super wichtiges Gefühl und für mich bedeutet das vor allem, dass ich ja mich so fühle, wie ich mich fühlen will, heute schon und dass ich, was mir da vor allem besonders wichtig ist, sind die Menschen in meinem Leben, mit denen ich Zeit verbringe. Schön. Also dich so auch so fühlen, wie du dich fühlen willst. Sehr schön. Freude ist? Freude ist für mich manchmal, wenn ich Sport mache. Dann ist manchmal. Ja, so eine richtige Lebensfreude. Ich weiß nicht, ob das Hörerinnen oder du nachvollziehen können, aber wenn man so in der Natur ist, am besten irgendwie in irgendeinem Berg oder in irgendeinem Feld, in der Marsch oder so und am besten gutes Wetter ist, ja, so idealtypisch, ja. Und man irgendeine Musik hört und dann da so langläuft, das finde ich, ist immer so richtig schön. Ach, sehr schön. Da hast du ja eigentlich die nächste Frage schon beantwortet, denn ich hätte gefragt, so ein Color-Up-Your-Life-Moment voller Farbe, Fülle und Freude und damit dann schon beantwortet. Sehr, sehr, sehr schön, wo du in den Felder raus bist. Oder gibt es noch einen anderen Moment, den du teilen magst? Zum gewöhnlichen Alter. Was ich auch immer total gerne mag, wenn man merkt, dass in einer Gruppe, egal wie, ob jetzt in einem Workshop oder in einem Klassenraum oder so, so ein Vertrauen herrscht und Leute irgendwas lernen oder auch sich öffnen und Sachen teilen und sich auch verletzlich zeigen. Das finde ich ist auch immer ein toller Moment der Freude, wenn man so diese Verbundenheit merkt. Das finde ich auch, ist auch irgendwie so ein weniger energievoller, aber eher so tiefgründigerer Color-Up-Your-Life-Moment. Sehr, kann ich genauso bestätigen. Es geht mir genauso. Sehr schön. Wo siehst du dich in 10 Jahren abschließend, Jacqueline? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das ist schwierig für mich zu sagen, weil ich ja auch oft im Ausland war oder wieder in Deutschland. Ich weiß es nicht. Lass es auf dich zukommen. Ja. Sehr schön. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Interview. Es ist irgendwie vorbeigeflogen, die Zeit. Dankeschön. Es war sehr, sehr spannend, auch über Hochsensibilität mehr zu erfahren und wie du auch jetzt da reingekommen bist, dass dir das Thema so am Herzen liegt und deine Tätigkeit jetzt, also deinen Weg dann auch zu erfahren. Dankeschön. Hat sehr viel Spaß und Freude gemacht. Und ich freue mich auch auf mein Interview in deinem Podcast. Ja, genau. Vielen lieben Dank, dass ich heute zu Gast sein durfte und das Interview mit Recht hier könnt ihr, wie gesagt, auch in meinem Podcast dann hören, der heißt Hochsensibel und Stark. Und ja, danke einfach an dich, das war total schön. Fand ich auch, dankeschön. Hey, total schön und ganz toll, dass du heute mit dabei warst. Ich bin schon sehr neugierig und freue mich, deine Gedanken zur Folge zu erfahren. Lass uns super gerne in Kontakt bleiben. Du kannst mich auf YouTube, Spotify, iTunes oder auch via Instagram folgen. Ich freue mich schon, von dir zu hören und für jetzt erstmal bis ganz bald. Tschüss!